Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über das Thema Recruiting, eines der wichtigsten Themen überhaupt, weil wenn du nicht die richtigen Mitarbeiter im Team oder in deinem Unternehmen hast oder im Vertrieb hast, wird es halt mit allen anderen Zielen, die du erreichen willst, schwierig. Und gute Mitarbeiter finden, das hat vielleicht der ein oder andere auch schon gemerkt, ist nicht mehr so einfach, weil ich sage immer, diese alten Schablonen und Muster, die es früher gab, die funktionieren nicht mehr so gut. Also einfach Stellenanzeige schalten, 6 Wochen warten, Bewerber sortieren, dann die Besten einladen, über irgendwelche Stöckchen springen lassen und dann derjenige, der am längsten durchhält, den stelle ich dann ein. Das funktioniert für die meisten nicht mehr. Also wenn du vielleicht BMW oder Google bist, dann geht das noch. Ich glaube, Google hat am Anfang 7 Interviewrunden oder sowas gemacht. Also das funktioniert heute anders. Aber das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es funktioniert anders. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, die es heute gibt, die es früher nicht gab. Und ich habe jetzt hier mit zwei Spezialisten eingeladen ins Studio, die sich genau damit beschäftigen, wie es anders geht. Ne, wie man heute so alles, was mit Internet, Social Media und E-Commerce geht, wie man das aufs Recruiting anwenden kann. Das finde ich mega spannend und deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier habe, die Sophia. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung, ja. Ja. Und ihr seid von der Firma HR Connectum. Das ist richtig. Und habt euch quasi auf das Thema, ja, wie soll ich sagen, Social Media Online Recruiting spezialisiert. Genau, also ja, das stimmt. HR Connectum ist der Recruiting-Beschleuniger für B2B-Wachstumsunternehmen, die wirklich wachsen wollen. Und warum B2B? Weil genau die haben dieses Problem, was du vorhin schon angesprochen hast, ganz besonders stark. Dass sie eben nicht die Bekanntheit haben, wie zum Beispiel eine Firma wie Google oder eine Firma wie Facebook, die viel im B2C-Geschäft sind. Und um denen halt eben auch die Möglichkeit zu geben, ihre Mission noch zu verwirklichen, haben wir HR Connectum 2016 gegründet. Und vom Ursprung her, ich habe in der Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet und Sophia bei einer Personalberatung. Wir haben zusammengearbeitet und der Weg ging so einfach nicht weiter. Wir sind da immer wieder an die Grenzen gestoßen. Okay, wie können wir viele Leute auch, um unser Unternehmenswachstum eigentlich zu beschleunigen, finden? Und in Zeiten von Vollbeschäftigung kommt so eine Risikoaversität der Bewerber einfach dazu, dass man sie erstmal triggern muss, dass sie sich auch bewerben. Und ja, das war so der Ursprung der Idee. Ja. Also ich komme ursprünglich aus der klassischen Personalberatung und habe mein Berufsleben gestartet bei einer schwedischen Personalberatung in Zürich. Und schwedische Personalberatung in Zürich? Das ist ja exotisch. Kommt mir eigentlich nicht, ja. War recht international oder ist recht international aufgestellt und bin so halt ins Recruiting gekommen. Und also da habe ich eigentlich ziemlich schnell ein Interesse daran entwickelt, wie man Recruiting smarter machen kann. Einfach weil so häufig Blindflug war. Also man hat sich darüber gefreut, wenn man Stellenanzeigen verkaufen konnte an seine Kundschaft für 15.000 Schweizer Franken, ohne das Ergebnis zu betrachten. Und da kommt man früher oder später einfach ins Denken, okay, wie kann man das besser machen, wie kann man das smarter machen? Und ich glaube, das sind so unsere beiden ursprünglichen Treiber gewesen, weshalb wir uns dazu entschieden haben, HR Connectum zu gründen. Ja, also das ist ja so das alte Modell der Personalberatung. Das kennt man eigentlich noch aus den Zeitungszeiten. Ne? Also 15.000 Euro für eine Stellenanzeige wird online schwierig zu verkaufen. Also früher, für die jüngeren Hörer hier, gab es mal sowas wie Zeitungen, die Dinge aus Papier. Und die Stellenanzeigen waren nicht im Internet, sondern die waren auf Papier gedruckt. Ne? Also als wir angefangen haben, ich habe ja bei Jobpilot angefangen und haben quasi da angefangen, die Disruption mit den Stellenanzeigen zu machen. Da war ja auch die Boomzeit der ersten New Economy. Und da hatte, glaube ich, 2000 hatte die FAZ, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 200 Seiten Stellenanzeigen. 200, also es war so ein Buch, das war 3-4 Zentimeter dick. Ja. Und eine Stellenanzeige kostete, glaube ich, im Schnitt so um die 10.000-15.000 Euro. Also es war richtig teuer. Ja. Und viele Personalberatungen haben davon gelebt, das ist halt eigentlich die alte Geschichte, dem Kunden zu sagen, ja, wir schalten eine Stellenanzeige für dich. Die haben dann aber von der FAZ nochmal quasi so eine Art Provision bekommen, so ein Kickback nennt man das. Ne? Das heißt, die haben dem Kunden eine Stellenanzeige verkauft für 15.000 bis 30.000 Euro, haben dann gewartet, was für Bewerber kommen und haben die dann dem Kunden nochmal verkauft. Ne? Ja, genau richtig. Ja. War ein schönes Modell. Ein schönes Modell. Alle waren glücklich. Ja. Diejenigen, die darauf gesetzt haben, die tun sich mittlerweile halt auch sehr, sehr schwer. Ja. Also das ist ja das, was ich meine. Die alten Schablonen funktionieren einfach nicht mehr. Ne? Also ich sage immer, wir haben halt einen demografischen Wandel.
Also es kommen eigentlich weniger Leute nach, als im Moment aus dem Arbeitsmarkt rausgehen. Ich glaube, dass auch die Anforderungen sich verändern. Wir brauchen eigentlich keine menschlichen Maschinen mehr, die halt irgendwie irgendwelche Buchungen machen oder sowas, jeden Tag dasselbe, sondern die sich halt schnell den Anforderungen, den wechselnden Anforderungen anpassen und die Zeiten ändern sich halt mega schnell. Und wir haben, glaube ich, auch eine andere Anspruchshaltung auf der Bewerberseite. Mhm. Ja, also wenn jemand sagt, ja, also es dauert schon 6 Wochen, bis wir uns bei wieder melden. Ne? Das ist in Zeiten von WhatsApp und Amazon Prime halt für die Leute merkwürdig, ja, wo man eigentlich sagt, also ich sage immer, wenn du jemanden eine WhatsApp schickst, den du kennst, und der meldet sich innerhalb von 2 Stunden nicht, denkst du, ups, da ist irgendwas passiert. Ja. Ja. Wenn er sich einen Tag lang nicht meldet, glaubst du, der ist tot. Ja, und dann kommt ja noch was hinzu. Also dieses Warten bleibt ja nicht bei dieser einen Person, sondern durch den digitalen Raum wird es zum Beispiel über Kununu direkt nach außen kommuniziert. Mhm. Mensch, ich musste da ewig warten. Das bedeutet, das Fehlverhalten in so einem Prozess wirkt sich viel nachhaltiger nochmal aus. Also man kann einfach nicht mehr machen, was man will, sondern die Welt ist heute so, wie sie ist und man muss da wirklich versuchen, die besten Schritte zu gehen, bewerberorientiert, bewerberverhalten orientiert, um zum Ergebnis zu kommen. Und andersrum, also warten und vom Thron aus regieren auf den Bewerber hernieder, sowas wirkt sich doppelt und dreifach schlecht aus. Und das ist eine Mindset-Frage zunächst mal. Ne? Ja. Ja. Ich denke, das Mindset ist auf beiden Seiten ein Thema. Ja. Also ich sage häufig auch, okay, wir haben eigentlich gar nicht so sehr ein Skill-Problem. Wir haben ja viel mit IT, mit Softwareentwicklungspositionen, viel mit Ingenieurspositionen zu tun. Wir haben gar nicht so stark ein Skill-Problem, sondern wir haben ganz häufig eigentlich ein Mindset-Problem. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf der Arbeitnehmerseite als auch auf der Arbeitgeberseite. Mhm. Wenn wir hinkommen wollen zu einer flexibleren Arbeitswelt, dann ist ja auch total entscheidend, dass auch wirklich Arbeitnehmer die Ergebnisse, die Wirkung in den Vordergrund rücken. Und gleichzeitig ist es entscheidend, dass ein Arbeitgeber eben diesen Raum dafür auch bietet. Und jetzt muss ich das Ganze eben nach draußen auch kommunizieren. Und wie mache ich das? Und dafür eignen sich natürlich Social-Media-Kanäle extrem gut, weil man darüber ja auch viele Hürden abbauen kann, die man in so einem klassischen Bewerbungsprozess ja immer hat. Also der Bewerber kennt ja nicht, was hinter der Tür ist sozusagen von dem Unternehmen. Also kann ich mich öffnen als Arbeitgeber und wirklich meine Botschaft rüberbringen, um auch nur die Leute auch anzuziehen, die sich mit meiner Idee auch verknüpfen können, weil das sind ja auch die Leute, die ich in meinem Unternehmen haben möchte. Okay, jetzt haben wir den Spannungsbogen ja schon relativ hoch gemacht. Ja. Jetzt erzähl doch mal, okay, wie macht ihr das denn? Also es kommt ein Unternehmen auf euch zu, die sagen, ich suche Ingenieure, Entwicklungsingenieure. Mhm. Ja, wenn wir eine Stellenanzeige schalten, kommt eigentlich nichts mehr. Mhm. Ja. Wir wollen aber wachsen und du kannst eigentlich nur wachsen, wenn du halt die richtigen Leute hast. Mhm. Und die kommen dann zu euch und was macht ihr dann? Mhm. Ja. Also ein klassisches... Ja. klassisches ich versuche immer so ein bisschen hin und her zu schaukeln. Das ist immer. Lass mal die Sophia was sagen. Ja. Okay, also du musst dir das so vorstellen, also dass es bei uns ganz, ganz wichtig ist, nicht unbedingt die Stellenanzeige zu verstehen, sondern zum einen das Profil, das hinter so einer Position liegt und die Bewerberzielgruppe, die hinter so einer Position liegt. Das muss man sagen, dass die meisten Stellenanzeigen, die sind ja auch generisch, ne? Also die werden ja irgendwie, ich habe das ganz oft, wenn ein Bewerber sagt, ja, aber da steht irgendwie das und das drin, wo ich sage, okay, aber du musst eventuell überlegen, dass derjenige, der das geschrieben hat, gar nicht wusste, was er damit meinte. Also er meinte vielleicht was ganz anderes. Ja? Da steht so drin, ja, verhandlungssicher Englisch. Ne? Kann ich nicht. Ne? Und ich, okay, aber da müsste man ja sagen, okay, hat derjenige, der das reingeschrieben hat, ist dem eigentlich klar, was er damit sagen wollte? Ne? Ja. Und oft ist es so, wenn ich da mit Kunden spreche, dann so, sie haben das nach, ja, nee, das ist nicht so wichtig. Mhm. Ja, also wenn wir intern mal ein bisschen kommunizieren müssen auf Englisch, das reicht schon. Ja, aber es steht halt drin. Ja. Ne? Also es gibt noch einen anderen Aspekt und zwar ist es das Thema, dass sich viele Arbeitgeber der heutigen Situation komplett hilflos ausgesetzt fühlen. Also was mache ich eigentlich mit dem Bewerber? Wie gehe ich mit dem um? Was kann ich mir eigentlich als Unternehmen noch erlauben? Und also erstens mal, wenn man so verängstigt ist, zieht man auch Bewerber an, die entweder das merken oder die vielleicht dann nicht die Person sind, die man wirklich möchte. Das heißt, die gehen zu vorsichtig mit denen um? Ja, würde ich sagen. Also nicht klar fordern. Ich kann dir da auch ein konkretes Beispiel geben. Also wir beschäftigen uns ganz, ganz intensiv mit den Vorstellungen, Wechselmotiven, Argumentation, Begrifflichkeiten, die Bewerberzielgruppen interessieren, ansprechen, um die dann auf eine Position aufmerksam zu machen. Und Beispiel Softwareentwickler. Das sind Personen, die sind so begehrt, dass sie zum einen mal
nur auf klare Sprache reagieren und auf ganz, ganz klare Informationen, okay, welche Sprachen müssen eingesetzt werden, an was für Projekten arbeite ich. Also wenn man da irgendwie blumig und verschwommen und anonym und sonst irgendwie vorgeht, dann, ja, wieso sollen die sich das durchlesen? Die kriegen... Ich glaube, das gilt fast für alle Zielgruppen. Ich glaube, das gilt ja für Lkw-Fahrer auch mittlerweile. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist richtig so. Also Präzision ist sowieso immer wichtig, das ist klar. Wobei man also zum Beispiel jetzt im Marketingumfeld trotzdem mit einer anderen Sprache nochmal vorgeht. Also nicht so zack, zack, zack. Aber gut, das sind Details jetzt. Ihr überlegt erstmal, also im Prinzip können wir das ja aufs Verkaufen übertragen. Ihr überlegt erstmal, okay, was sind überhaupt die Kaufmotive? Ja, richtig. Wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Ja. Bleiben wir mal bei den Ingenieuren. Ne? Mhm. So, was haben die denn für Kaufmotive? Ja. Das heißt, warum würden die denn überhaupt eine Stelle wechseln wollen? Richtig, ja. Kaufmotive, dann muss die Person ja auch in einer spezifischen Situation sein, um überhaupt zu wechseln, ne? Also, dass man da Informationen von außen, Dauer im Beruf und so weiter hinzunimmt, wäre das ein Wechsel. Dann gibt es zum Beispiel... Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, jemanden anzusprechen, der jetzt seit 3 Monaten im Job ist, sondern wahrscheinlich eher jemand, der, was ich, 3 Jahre jetzt im Job ist und wahrscheinlich denkt, okay, wie geht es denn jetzt für mich weiter? Genau. Ich kann dir da auch konkrete Beispiele nennen. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen aus dem Karton-Umfeld und die haben ein spitzen Graduate-Programm, das wirklich super international ist, richtig spannend. Aber die suchen ausschließlich Personen, die 1 Jahr Berufserfahrung haben. 1 Jahr Berufserfahrung, Einsteiger, ist ein bisschen schwer, weil nach 1 Jahr will man eigentlich noch nicht unbedingt wechseln. Also, das sind zum Beispiel Informationen, die wir in so einem Projekt konkret sammeln. Und wir haben festgestellt, okay, 70% der Absagegründe bewerberseitig sind schlechter Zeitpunkt. Ja, nach 1 Jahr ist vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Da muss man aber nochmal sagen, dass Absagegründe bei euch bedeutet, ihr sprecht ja die Leute direkt an. Das heißt, es sind keine Bewerber, ne? Ja. Sondern ihr sprecht die Leute an und die Leute sagen dann, ja, hört sich spannend an, aber ist nicht der richtige Zeitpunkt. Genau, was aber natürlich noch viel interessanter ist, weil man ein direktes Feedback bekommt. Ja. Und also weil man auch wirklich mit der Zielgruppe spricht. Und wenn... Und das ist ja in dem Fall jetzt zum Beispiel jemand Seriöses, jemand, der wirklich fachlich auch interessiert ist. Das sind Leute, die gar nicht hü-hott von der Gesinnung sein sollen. Das heißt, sucht man überhaupt jemanden? Und wenn ich jetzt diese Daten sammle innerhalb eines Projektes, die auswerte, mir anschaue und dann einfach mit ein bisschen Menschenverstand noch drüber denke, merke ich, okay, das ist vielleicht ein Punkt, daran könnte ich arbeiten, um wirklich die Zielgruppe zu treffen, die passen könnte. Also ich hatte vorhin auch noch das Beispiel Softwareentwickler. Unternehmen aus Sensortechnikbereich. Ein super Unternehmen, wirklich ganz, ganz toll, hat tolle Produkte. Und die haben so Angst, dass sie die Stelle nicht besetzen, dass sie nicht sagen, welche Programmiersprachen da notwendig sind. Okay. Weil sie den Rahmen öffnen wollen. Ach so, okay. Und, das schreckt aber dann eher ab wahrscheinlich. Ja, ne? Das interessiert keinen Menschen. Ja. Und das sind so Dinge... Und jetzt kann ich hingehen mit also den Auswertungen, Tools, die wir fahren und sagen, okay, darauf reagiert wirklich niemand, das findet wirklich niemand interessant, einfach weil es nicht konkret genug ist und kann das vergleichen mit anderen Projekten. Und dann ist das eine ganz andere Basis zu argumentieren, zu adaptieren. Man kann auch vielleicht noch ein bisschen eine Nuance reinbringen, dass man nicht zu präzise ist, aber präzise genug. Und das ist das, was ich unter smartem Recruiting verstehe, dass man die Informationen, die man innerhalb eines Prozesses sammelt, wirklich einsetzt, um ein Projekt vorwärts zu bringen, um wirklich eine Person, die da auch im Unternehmen passt, die dort Wachstum im Unternehmen bringt, wirklich zu finden und auch einzusetzen. Aber lass uns nochmal die Learnings rausarbeiten. Ja. Also was ich verstanden habe, okay, also man kann sich das sehr schön auch mit einem normalen Verkaufsprozess angucken, dass man halt sagt, okay, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Mhm. Ne? Zu welchem Zeitpunkt muss ich die eigentlich treffen? Also wann wäre für die eigentlich der richtige Zeitpunkt zu wechseln oder halt was zu kaufen? Ja. Beispiel bei Autos sagt man, okay, wer alle 3 Jahre ist, kaufen die Leute ein neues Auto. Ja. Wenn ihr jetzt gerade ein neues Auto gekauft habt, macht es eigentlich keinen Sinn, den anzusprechen. Und genauso geht ihr eigentlich auch vor. Ja. Und genauso kann ja auch eigentlich jeder für sich mal denken, okay, wen will ich überhaupt erreichen? Mhm. Ne? Ja. So, und okay, dann, also ich sage, das sind die Leute, die ich erreichen will, was ich von mir aus Ingenieure mit 1 bis 3 Jahre Berufserfahrung, und was ist dann der nächste Schritt? Also was müsste ich denn, also es geht ja auch immer darum, dass wir das mitnehmen für die Hörer, okay, was kann ich denn selber tun? Ne? Also sich wirklich mal Gedanken machen, wer ist denn meine Zielgruppe? Ja. Und da vielleicht nochmal, das finde ich immer ganz wichtig, ich bin ja auch Personalberater, ne?
dass das halt nicht so, aber ich habe ganz oft bei Kunden, wo die dann so eine Wunschliste aufstellen und sagen, ja, das wäre noch ganz toll und wenn er das noch hätte und das noch hätte, das ist dann plötzlich eine Stellenanzeige, wo ich sage, okay, aber das ist jetzt mittlerweile so eng geworden, dass sich wahrscheinlich keiner bewerben kann, sondern dass man wirklich sagt, okay, was ist denn der realistische Rahmen? Du hast jetzt das andere Extrem geschildert, dass die Leute schon sagen, ja, wir wollen lieber, dass sich mehr Leute bewerben, deswegen machen wir es ganz, ganz schwammig. Mhm. Das funktioniert auch wieder nicht. Genau, richtig, ja. Und was ist jetzt, okay, jetzt haben wir gesagt, okay, das ist die Zielgruppe, Ingenieure, 1 bis 3 Jahre Berufserfahrung, wie gehe ich jetzt vor? Wie komme ich an die jetzt ran in den heutzutage ohne Stellenanzeige? Ohne Stellenanzeige? Also, was ja für viele schon unvorstellbar ist. Ne? Also ja, wir rekrutieren ohne Stellenanzeige, wie jetzt? Ja, also da gibt es eigentlich unterschiedliche Optionen und es kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Personalbedarf und auf das Ziel an, das ein Unternehmen hat. Also wenn man jetzt schon feststellen kann, das Unternehmen sucht das kontinuierlich, regelmäßig, hat er wirklich ständig eigentlich Rekrutierungsbedarf, dann kann man unter keinen Umständen empfehlen, wild mit Pistolen zu schießen, zum Beispiel durch Direktansprache auf Xing, LinkedIn oder sonst wo, die Leute zu suchen, weil man verschießt sich's. Also dann geht es darum, mit Online-Marketing-Maßnahmen oder Marketing-Maßnahmen Vertrauen in der Bewerberzielgruppe aufzubauen und eine Beziehung zwischen dem Unternehmen und auch dem Bewerber herzustellen. Und das kann man sich dann zum Beispiel vorstellen als einen klassischen Funnel, also ein Funnel-Modell, in dem man Aufmerksamkeit zum Beispiel durch Online-Marketing schafft oder indem man anfängt wirklich, wenn man sowieso auf Messen ist, diese Messekontakte wirklich zusammen aktiv in einem Pool und führt diese Person wirklich in die Beziehung mit dem Unternehmen hinein. Also das sind dann Schritte, das sind auch Projekte, die natürlich umfassender sind. Das dauert dann noch länger, das ist dann langfristig. Das ist vor allen Dingen ganz interessant, wenn es Schlüsselpositionen gibt. Also zum Beispiel, wenn eine Beratung in bestimmter Consulting-Position wächst oder wenn man im Vertrieb viele Außendienstler sucht, dann ist so ein Thema natürlich interessant. Wie halte ich auch langfristig den Kontakt? Also es ist so eine Art Talentmanagement, richtig, ne? So haben wir das früher genannt. Genau, eine Talentpipeline eigentlich nur, dass man halt oben irgendwo... Goldfischteich. Hieß es früher auch. Ne? Ja. Also was sich da sehr, sehr gut eignet, um auch praktisch zu werden, ist, wenn man zum Beispiel mit Landingpages, also kleinen Webseiten, arbeitet und die Direktansprache im ersten Schritt dafür nutzt, um seine Audience ein Stück weit aufzubauen, um einen digitalen Fuß abzubauen. Direktansprache wäre dann wie? Zum Beispiel über LinkedIn oder Xing. Bei Softwareentwicklern gibt es viele Softwareentwickler haben kleine eigene Webseiten, auf die man über sogenannte Suchstrings, also wenn man nach bestimmten den Must-Have-Kriterien, die man aus der Stellenanzeige herausgearbeitet hat, nach ihnen sucht, findet man viel auf diesen Seiten von den Softwareentwicklern selber auch E-Mail-Adressen. Wir haben dafür ein Tool, um das zu durchsuchen, aber das kann man auch händisch machen. Und wenn man Softwareentwickler wollen sehr gerne per Mail kontaktiert werden zum Beispiel, die geben auch ihre Mail da frei an. Wenn man dann persönlichen Bezug dazu nimmt, sehr persönlich ist, dann bekommt man diese Leute eben auch auf so eine Landingpage oder halt auch in direkte Kommunikation, je nachdem, was so das Ziel ist, was man aufbauen kann. Machen wir mal ein Beispiel. Ja. Also du hast jetzt einen Softwareentwickler gefunden. Ja. Also die Webseite ist quasi von der Suchmaschine gefunden worden. Du hast die E-Mail-Adresse extrahiert und dann guckst du aber nochmal drauf, um das ein bisschen persönlicher zu gestalten und sagst dann, hallo, wir haben dein Profil gefunden, wir finden es super spannend, weil du A und B und C kannst und so weiter und wir würden gerne mit dir in Kontakt bleiben. Wenn du das auch willst, dann geh doch mal auf die Seite, da können wir auch zeigen, was wir können und dann sollen die sich eintragen für ein Newsletter oder so. Eine Möglichkeit. Zum Beispiel, was ganz wichtig in der Ansprache ist, bei dem Softwareentwickler das konkrete Projekt voranzustellen, was man im Moment hat. Meistens hat man ja ein konkretes Projekt, warum man jemanden sucht. Das interessiert ihn sehr stark. Softwareentwickler interessiert auch Gehalt, weil die viele Anfragen bekommen. Ist so eine Botschaft, die man direkt am Anfang am besten mitschickt, um eine gute Conversion zu haben. Und wenn man eine Landingpage hat, wenn es ein größeres Projekt ist, mit mehreren Softwareentwicklern, die man sucht, dann kann man auf die Landingpage noch verweisen und sagen, okay, hier siehst du auch transparent, worum es in dem Projekt geht, wie das Team aussieht, was sonst noch da mitarbeitet, einfach um weitere Transparenz zu schaffen. Und dann auf der Landingpage auch vielleicht die Möglichkeit bieten, gar nicht, dass er sich direkt bewirbt, sondern noch einen zweiten Button zu machen, okay, Moment, vielleicht nichts für mich, aber möchte gerne mit dem Unternehmen in Kontakt bleiben und über Themen wie die in diesem Projekt angewandten Programmiersprachen in Kontakt bleiben. Also, und dann daraus natürlich ein bisschen E-Mail-Marketing hinten drauf aufbauen. Das heißt, sie macht dann so eine Art Newsletter dann? Richtig. Oder dann, wie oft? Einmal im Quartal? Also, es ist so, dass wir da ein eigenentwickeltes Tool haben, den Concruiter. Das ist ein tag-basiertes
E-Mail-Marketing-System, das wirklich auf Recruiting ausgerichtet ist. Und man bespricht praktisch, also zum einen mal muss man dafür sinnhaften Content haben, auch von Unternehmensseite. Also tech-basiert bedeutet, ihr guckt halt, was für Eigenschaften haben die. Genau. Ne? Also ist es halt ein Programmierer oder ist es halt ein Frontend- oder ein Backend-Programmierer und so weiter. Der Frontend-Programmierer kriegt dann halt eine andere Nachricht als der Backend-Programmierer oder der Ingenieur. Genau, ja. Und dieses Tool kann zum Beispiel auch automatisiert dann Geburtstagsgrüße versenden, wenn der Tag halt an dem Tag ist und so weiter und so fort. Und dann ist es so, dass darüber dann eben, also es muss ein hochwertiger... Ich muss gerade noch mal kurz einen Einwurf. Übrigens, alles, was ihr hier hört, ist im Prinzip nichts anderes, als wenn ihr überlegt, wie kann ich denn was an meine Zielgruppe verkaufen? Ist genau richtig. Also wir sind ja eigentlich im Thema Vertrieb und E-Commerce. Nur jetzt mal auf das Beispiel Recruiting angewendet. Das ist echt mega spannend. Ne? Ja, also es ist... Aber im Grunde genommen ist es auch unsere Herangehensweise. Wir gehen einfach nicht mehr davon aus, dass der Bewerber kommt und dankbar ist, da die Stelle zu haben, sondern es geht darum, aktiv auf die Person zuzugehen, Vertrauen aufzubauen, wirklich in eine tiefe Beziehung reinzugehen, mit den richtigen Argumenten zu arbeiten. Deswegen habe ich gerade auch gesagt, gerade bei so E-Mail-Marketing ist der Content, also wirklich die Inhalte, extrem wichtig, weil wenn das wie eine Spam-Mail ist, dann bringt das ja gar nichts. Also es muss ja wirklich ein werthafter Inhalt sein. Es muss was sein, was die Zielgruppe interessiert. Und dann muss es natürlich auch den gemeinen Marketingmaßstäben entsprechen. Also dass da irgendwelche Call to Actions sind oder halt von der Sprache. Call to Action wäre, dass ich sage, von mir aus, wir haben einen Messeauftritt. Ne? Mhm. Und da gibt es so wie einen, tritt jemand auf, der irgendwie was über eine Programmiersprache erzählt. Und wenn du da gerne dabei sein möchtest, trag dich doch hier ein. Ja, ne? genau. Oder so. Ja, ne? ja. genau. Und oder wir haben eine Recruiting-Messe, wenn du uns mal persönlich kennenlernen willst, gibt es Tickets. Oder sehr so, wichtig, solche Sachen. Ne? Also offline, online zu verbinden, ist bei sowas extrem immer wichtig. Immer das klare Ziel vor Augen haben, was man verfolgen, was man erreichen möchte als Unternehmen. Genau. Und das Ziel ist eigentlich immer, mit den Leuten irgendwie möglichst eng in Kontakt zu kommen. Genau, ja, und sie dann zu konvertieren. Also Schritt für Schritt die Hürden abzubauen, weil warum braucht man Marketing? Ich glaube, auf der Produktseite haben wir das ja in Deutschland vor meiner Zeitzeit erlebt, nachdem man das Wirtschaftswunder hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwann wurde die Nachfrage aber größer als das Angebot. Also wird Marketing... Die Nachfrage war... kleiner als das Angebot, richtig. Ja. Nachfrage war kleiner als das Angebot und dann wird natürlich Marketing notwendig. Und, ich habe nämlich mal einen Bericht gehört, über als die ehemalige DDR zusammengebrochen ist, haben sie die Manager so Schulungskurse geschickt und das Erste, was die gehört haben, war Marketing, wo die erzählt haben, und die sagen, ey, das ist überhaupt nicht so ein Problem, wir haben nicht genug produziert. Und unser Problem ist eigentlich, dass wir immer zu viel produzieren und dafür eine Nachfrage schaffen müssen. Ja. Ne? Das ist auch immer extrem interessant. In der DDR gab es ja auch diese Intershops und man kennt vielleicht so noch diese Fotos oder so, wo ewige Schlangen vor so einem Intershop sind. Und das war vielleicht mal die Zeit früher, wo wir eine höhere Arbeitslosigkeit hatten in Deutschland. Vor den Jobcentern gab es das auch. Aber diese Schlangen haben sich irgendwie umgekehrt. Ne? Ja. Und das ist der Grund, warum man eigentlich aktiv verkaufen muss als Unternehmen. Und auch wenn nicht irgendetwas verkaufen. Also viele gehen ja auch hin und wollen die Stelle besetzen, um die Stelle zu besetzen. Ich denke, das ist auch... Man sollte sich auch hier immer wieder hinterfragen, okay, warum möchte ich diese Stelle besetzen und was ist der Sinn und Zweck dahinter vom Recruiting? Und beim Recruiting geht es ja auch immer darum, Energie ins Unternehmen reinzubringen mit neuen Leuten. Müssen nicht unbedingt neue Skills sein, aber mit neuen Leuten. Und dann auch nicht einfach die Lücke zu besetzen, sondern eben auf Wachstums, wir nennen das so ein bisschen Spaß, auf Wachstumstreiber, die das Unternehmen auch voranbringen. Und wir hatten es am Anfang von dieser Candidate-Person, also von dem, wie ist meine Zielgruppe, wie sieht die aus? Also fragt euch doch auch nicht nur, wie sieht die Zielgruppe aus, was will die Zielgruppe, sondern die Zielgruppe der Softwareentwickler zum Beispiel kann ja schon relativ groß sein. Selbst von C++, selbst wenn man spezialisiert wird, kann es schon relativ groß sein. Jetzt nochmal fragen, okay, von diesen C++-Leuten, was ist da wirklich meine Zielgruppe, die auch wirklich zu mir passt? Möglicherweise die Leute, die gerade in Karlsruhe sind oder so, wenn es halt lokal ist. Ja, genau. Ja. Okay, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Erklärt mir mal, okay, wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme, das hört sich jetzt, für mich hört sich das an, als wäre das immer ein langfristiges Projekt, also wie Monate, Jahre und so weiter. Aber wenn ich sage, ich habe jetzt hier wie 3 offene Stellen, ich kriege es alleine nicht besetzt, könnt ihr mir helfen? Dann gibt es auch die Möglichkeit, kleinere Kampagnen zu fahren, das ist ja klar. Also gerade das Thema Bindung macht ja wirklich nur dann Sinn, wenn man diese Quantität an Kontakten auch braucht. Aber für spezifische Positionen, das digitale Netz zu durchsuchen, durch Active Sourcing, durch
Werbebotschaften, durch die Arbeit mit Landingpages, auf der man dann auch Retargeting-Maßnahmen aufbauen kann, ist auch bei der Besetzung von einer Position möglich. Also wir haben so als, ja, als Einstieg... Nur mal ganz kurz, Retargeting bedeutet, wenn jemand, wenn sich jemand zum Beispiel mal eine Anzeige angeguckt hat, er hat aber noch nicht geklickt, also ist noch nicht auf die Landingpage gekommen oder hat sich noch nicht eingetragen, dann kann ich den, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr euch irgendwie, bei mir war das letztens, ich habe irgendwie ein T-Shirt mir angeguckt und dann hat mich, nee, ich habe mir ein Hotelzimmer angeguckt und dieses Hotel hat mich über Wochen lang verfolgt, weil es immer auf den Webseiten wieder aufgetaucht ist. Ne? Und das ist Retargeting, ne? Dass der quasi mir einen Pixel anheftet und quasi dann kann ich ihm halt nochmal andere Werbungen zeigen und so weiter und ihn nochmal daran erinnern, hey, du hast dir auch die Seite angeguckt, trag dich doch jetzt ein, so in die Richtung. Ne? Genau, ja. Genau, also das ist so ein Einstiegsprojekt bei uns, immer eine 30, ganz häufig eine 30-Tage-Kampagne auf eine konkrete Stelle, wo man letztendlich den Funnel mal im Kleinen abgebildet bekommt, um das Ganze auch kennenzulernen. Und was kostet das so ungefähr, so ein 30-Tage-Projekt? So ein 30-Tage-Projekt liegt in Euro zwischen 2.900 und 3.600 Euro. Okay. Ja, das ist ja eigentlich dann relativ günstig. Wenn man legt eine Stellenanzeige, kostet auch so um die 1.000 Euro, wo ich eigentlich nicht genau weiß, wo rauskommt. Bei euch kann ich ja viel besser prognostizieren. Auch, also ihr könnt ja auch prognostizieren, okay, da sehen wir eine Chance, dass was kommt. Ihr kennt ja die Zielgruppen mittlerweile einigermaßen und da sehen wir eigentlich keine Chance. Das ist richtig, genau. Also wir tracken immer durch bei einer Position, wie viele Ansprachen benötigen wir, um am Ende den Output zu bekommen, den wir benötigen. Das ist aber wenn ihr Ansprachen sagt, also ich bin der Headhunter, würde ich jetzt mit einer Ansprache immer Telefonhörer hochheben und Telefonnummer wählen. Bei euch ist eine Ansprache eher was Automatisiertes. Ja, oder Personen, die sich eintragen auf der Landingpage zum Beispiel. Also da kann man auch sagen, Interessenten tragen sich ein. Da muss ich dann zum Beispiel eher mit mehr Interviewgesprächen rechnen, um den richtigen zu finden. Einfach weil die Personen sich schneller mal einfach eintragen. Und solche Dinge wissen wir halt von vornherein. Und so bestimmt sich im Übrigen auch aus dem Ausland heraus der Umfang der Kampagne dann. Und diese, also wenn die sich eintragen, dann erwarten ja meistens immer, dass das Gespräch relativ schnell kommt. Machen das dann schon eure Kunden oder übernehmt ihr das dann auch? Ihr macht das Erstgespräch, die Vorqualifikation. Ja. Nur die, wo ihr sagt, okay, die passen und die sind auch bereit zu wechseln und so weiter. Das ist sehr wichtig. Ja. Also gerade zum Beispiel bei Vertriebspositionen ist es häufig eher so ein Checken der Marktsituation und da ist es dann eher wichtig auch zu klären, okay, will die Person eigentlich wirklich wechseln? Das ist generell, glaube ich, das Active Sourcing Thema Nummer eins, was man daraus filetieren muss, ist, okay, weil ist das ein Hin- oder ein Wegmotiv von der Stelle, wo der jetzige Bewerber ist, oder will er auch nur seinen Marktwert checken? Das sind so, glaube ich, so das, was wichtig ist, um am Ende qualitativ hochwertige Bewerber aus dem Active Sourcing zu bekommen. Und euer Kundenkreis? Was sind das so für Unternehmen? Große, kleine, mittlere? Ja. Also es sind vornehmlich B2B-Unternehmen, die einen gewissen Aufwand an Rekrutierung haben, aber schlanke eigene Rekrutierungsstrukturen. Also oft keine eigenen Recruiter. Ja, genau. Ja. Oder ja, also ein kleines Recruiting-Team schon, aber jetzt kein Active Sourcing. Ja, noch kein, also oft ist das Know-how auch gar nicht da. Ne? Genau. Das nehmen, ne? Ja. Und ich sage ja immer, schon als Personalberater, ja klar kannst du das vielleicht selber machen, aber du machst ja auch nicht die Inspektion in deinem Auto selber. Ja? Ja. Sondern du suchst ja jemanden, der das kann, weil es meistens günstiger und schneller funktioniert. Ja? Also viele haben wirklich nicht die Kapazität, das selbst zu machen und das ist einer der Hauptargumente. Das ist auch echt das, was ihr jetzt schon angeschildert habt. Das ist halt auch schon, also wir machen ja auch hier viel Online-Funnels jetzt für unsere Coaching-Programme und so weiter. Das ist echt eine eigene Wissenschaft für sich mittlerweile. Ja, das ist so. Die Detailarbeit ist halt das, was wichtig ist. Und es ist halt im Detail halt auch aufwendig. Ja. Ne? Also schon allein diese Interviews zu führen, lasst ihr dann auch, wenn sich, also ich kenne das jetzt aus dem Coaching, wenn sich da 10 Leute eintragen, da sind dann halt auch 6 oder 7 Leute, die halt nicht passen. Ja. Und das merkst du aber erst, wenn du mit denen sprichst. Genau. Ne? Ja. Und das ist halt Aufwand. Das vergessen die Leute halt immer. Ne? Ja, das ist so. Und deswegen ist es eben wichtig, mit Daten zu arbeiten, um aus diesem Aufwand das Beste herauszuziehen. Zum Beispiel zu selektieren, okay, was sind wirkliche Absagegründe? Was ist das wirkliche Problem in der Reputation? Also diese Gespräche nicht wertlos vergehen lassen, sondern wirklich mit einer Analyse dahinter. Okay. Und das dann auch wieder rückspiegeln. Also wir spiegeln das immer rück an den Kunden. Einfach, dass da immer eine Wertschöpfung hinter den einzelnen Tätigkeiten auch steckt. Cool. Ja. Super. Okay, wie kann man mit euch Kontakt treten? Wie kann man mehr von euch erfahren? Am besten über unsere Homepage www.hrconnectum.com. Da sind alle Kontaktdaten drauf. Also hrconnectum, C-O-N-N-E-C-T-E-T-U-M. Alles zusammengeschrieben, keine Bindestriche.
Aber wenn ihr danach googelt, findet ihr das auch. Ne? Genau, ja. Richtig. Ja. Und ihr habt auch einen YouTube-Kanal, ne? Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Ich muss auch drin. YouTube-Kanal ist auch drin. Und auf LinkedIn bringen wir auch viele Videos über so ein Content-Format Insights und Break. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Wenn man mit euch zusammenarbeiten will, wie funktioniert das? Das heißt, man schickt euch eine Anfrage und ihr fragt dann erstmal nach, okay, was sucht ihr überhaupt und überlegt, genau. Okay, können wir das? Macht das Sinn für uns? Genau, ja. Und also natürlich auch, was für eine Maßnahme ist die sinnvollste für die Position oder die Zielgruppe. Ja. Also ich finde das super, super spannend. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Weg der Zukunft des Recruiting, dass wir halt die ganzen Mittel, die es jetzt gibt im Social-Media-Umfeld, auch fürs Recruiting nutzen. Wir haben ja oft die Parallelen jetzt gezeigt, das hat auch viel mit Verkaufen zu tun. Ne? Ja. Also das, was wir als Personalberater machen, ist eigentlich nochmal eine Stufe höher, wo wir sagen, okay, die Zielgruppe ist so klein, da lohnt es sich eigentlich nicht, das elektronisch zu machen. Da macht es eigentlich eher Sinn, dass ich persönlich mit den Leuten spreche. Ne? Aber sobald du eine größere Zielgruppe hast, wo du sagst, ich will Ingenieure ansprechen mit einer Berufserfahrung von 3 Jahren und ich will eigentlich auch mehr haben und ich will auch für mich quasi eine eigene Audience aufbauen, mit denen ich kommunizieren kann, wo ich dann was rausziehen kann, dann macht das natürlich total Sinn. Ja. Und ich glaube, die Sachen ergänzen sich auch irgendwo. Ne? Also, ist so. Ja. Ja. Also wir kooperieren auch mit der einen oder anderen Personalberatung, die auf unseren Prozess zurückgreifen, genau. Zum Beispiel. Genau. Cool. Super. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Seid extra aus Karlsruhe hergekommen. Heute ist ein heißer Tag. Ja. Schön, dass ihr da wart. Also HR Connectum, Yves und Sophia. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr mehr wissen wollt, wir packen das alles nochmal in die Shownotes rein. Ja, unbedingt bei YouTube mal gucken in den Kanal. Da macht ihr auch ziemlich so Kurzinterviews mit Experten und so weiter. Sehr, sehr spannend. Oder auf LinkedIn. Ja, dann kann ich euch den Abspann machen. Ja, also ich fand das Thema mega spannend, weil das geht genau in die richtige Richtung. Ich sage ja immer, Recruiting ist wie Verkaufen. Das haben wir jetzt hier eigentlich auch wieder gesehen, aber anders. Ne? Also du kannst halt persönlich verkaufen. Das ist, glaube ich, wenn du mit Kandidaten sprichst, super, super wichtig. Aber du kannst halt auch die Tools, die es heute gibt, anwenden, um Kandidaten für dich zu gewinnen. Das ist sicherlich ein Weg, der in die Zukunft führt. Es macht sicherlich Sinn, im Unternehmen auch Know-how dafür aufzubauen. Das hier ist ein Schritt dazu. Oder sich dann halt einen Spezialisten zu suchen, der es macht. Ich freue mich über dein Feedback dazu. Bin froh, dass du dabei gewesen bist, dass du zugehört hast. Wenn du sehen willst, wie wir das hier zu dritt machen, die beiden sind immer ein bisschen an der Rand. Ich muss noch ein bisschen in die Mitte holen. Dann kannst du es auch auf YouTube gucken. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Gib alles, dein Christopher Funk. Tschüss. Tschüss. Adieu. Wenn du noch mehr lernen willst über Karriere, Vertrieb, mehr Umsatz und sicheres Wachstum, dann schau dir doch noch ein paar andere Videos an, die wir hier haben. Oder abonniere den Kanal, dann wirst du automatisch informiert, wenn was Neues kommt und du verpasst keine Folge mehr.